Zuschauer, schön, dass Sie eingeschaltet haben und wieder da sind zu Im Fokus, aktuelle Themen im Chalk hier auf Güstrow TV. Und heute wird es mal wieder sportlich bei uns im Studio. Der Sportverein SV Einheit aus Güstrow ist einer der größten Mehrspartenvereine in Güstrow. Und er setzt sich besonders durch seine Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, aber auch mit älteren Menschen ein. Und der Verein bietet vielfältige Sportangebote. Und unter anderem auch das Projekt Aufleben. Was das Ganze ist, da schauen wir heute drauf und wie sich der Verein sowieso zusammensetzt. Da freuen wir uns, wenn Sie dabei bleiben. Und ich möchte Ihnen jetzt gerne einmal unsere Studiogäste vorstellen. Da sitzt zum einen heute neben mir Mandy Martha von der Stadtverwaltung Güstrow, Amtsleiterin für Schule und Soziales und zweite Stadträtin hier in Güstrow. Hallo. Daneben haben wir Petra Zimmermann als Abteilungsleiterin fürs Kinderturnen beim SV Einheit und als Präsidiumsmitglied beim Landesturnverband sowie Vizepräsidentin für Frauen und Familie. Schön, dass Hallo. Sie da sind. Daneben Detlef Wilski als stellvertretender Wanderleiter beim SV Einheit und als zertifizierter Gesundheitsführer. Und davon gibt es nur 17 in Mecklenburg-Vorpommern. Also ein richtig cooler Posten, den Sie da haben. Und dann haben wir noch Christine Malmström dabei als Übungsleiterin für die Sparte Seniorensport, auch beim SV Einheit. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Und ich würde gerne einmal damit starten, dass Sie uns so einen kleinen Einblick geben in die Arbeit des Vereins. Ich weiß, es ist ganz viel, was der Verein macht, aber vielleicht kann man das so auf so ein Minimum runterbrechen. Ja, wir sind ein Mehrspartenverein, das wurde ja vorhin schon mal gesagt. Wir haben außer den Seniorensport, also den Sparten Gymnastik und Turnen, haben wir auch das Kinderturnen, das Gerätturnen. Wir haben Fußball gehabt, wir haben Boxen, Basketball, ich glaube Volleyball jetzt auch. Und wir haben Segeln und Kegeln. Das sind erstmal die, die mir jetzt erstmal so auf Anhieb einfallen. Sie dürfen gerne ergänzen, wenn Ihnen noch was einfällt. Wandern. Wandern. Genau. Wandern. Oh, entschuldige. Ja. Sitzt so nah, ne? Das ja. Wandern. Ja, vielleicht starten wir. Wir haben jetzt ja einmal schon so einen kurzen Einblick in die Vereinsarbeit gegeben. Vielleicht starten wir mal direkt mit dem Thema Turnen. Turnen ist ja ein sehr breit gefächertes Thema im Verein. Was genau fällt alles unter die Sparte Turnen bei Ihnen? Also bei uns im Verein fällt unter die Sparte Turnen das Kinderturnen, die Gymnastik, wo jetzt eigentlich die Senioren dort ihren Sport machen, der ja heute Nachmittag zum Beispiel durch die Übungsleiterin und unsere Vereinsvorsitzende Gisela Hoffmann organisiert und durchgeführt wird. Und am Montagabend sind dann die anderen Senioren, sag ich jetzt mal, wenn ich es richtig so bezeichnen darf. ja, normalerweise turnen, wenn ich jetzt mal bis den Bogen noch weiter spanne. Gerne. Und in den Landesturnverband reingehe, haben wir natürlich Gerätturnen. Wir haben, das habe ich bei uns jetzt vergessen zu erwähnen, meine Sparte. Kurz mal zur Erklärung, Gerätturnen ist alles so Reck, Barren, Pferdchensprung und was nicht alles, was man so aus dem Sportunterricht noch kennt, oder? Ich sag jetzt mal so, Pferdchen wird nicht mehr gesprungen. Okay. Oder kaum noch oder Bock, jedenfalls in den Schulen vielleicht noch. Bei den Wettkämpfen machen wir Tisch. Aber wir haben leider keinen Tisch zum Springen. Also Tisch? Nein. Okay. Es gibt richtige Sprungtische. Okay. Ja, nein, aber zum Gerätturnen, also Turnen ist mehr als nur Turnen. Wir haben die rhythmische Sportgymnastik drin, wir haben wir haben Dance, wir haben Faustball. Mhm. Ist ja auch hier in Güstrow sehr gut angesiedelt und ich weiß, dass die auch richtig gute Erfolge immer haben im Faustball. Also ja. Faustball gehört zum Turnen, ist eine Turnsportart? Ja, das sind so, wir haben eigentlich im Groben, sag ich mal, was auch auf Bundesebene so ist, wird Korfball gespielt oder Basketball. Also wir haben da auch verschiedene Ballsportarten mit da drin, unter anderem auch Wandern. Da also wir sind da ziemlich groß aufgestellt oder breit aufgestellt im Turnen, sodass wir sind eigentlich der
Sportverband oder der Landesverband oder der Fachverband, der die meisten Sportarten so in sich, die anderen sind ja alle so spezifische, ne? Der Handballverband oder der Fußballverband, aber wir haben eben eine ganz, ganz breite Palette an Sportarten in unserem Verband mit drin, naja, die wir dann natürlich auch bedienen und wo wir auch unseren Service leisten müssen. Und jetzt machen Sie ja speziell auch Kinderturnen. Wie muss ich mir so eine Kinderturnstunde dann vorstellen? Laut. Ja, das stimmt. Man, da geht es manchmal, nicht nur manchmal. Also ich habe ja zwei. Ich habe einmal das Gerätturnen, was ich aber nicht alleine mache. Das machen, ich habe da noch zwei Übungsleiterinnen dabei und zwei Muttis, die auch als Helferinnen oder als Helfer, oder eine Mutti und ein Papa als Helfer. Und das Kinderturnen an sich, das sind die Kinder, die habe ich dann von 2 bis 6. Und da werden so verschiedene Sachen so angeboten. Abgesehen jetzt vom Begrüßungs- und Abschiedskreis gibt es ein Begrüßungsspiel. Und dann werden die Stationen, kriegen die Kinder Stationskarten in die Hand. Die rennen dann damit zu ihren Eltern und die Eltern bauen dann die verschiedenen Stationen auf. Und jedes Kind hat dann die Möglichkeit, nach ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten und nach ihren, so wie sie sich gerade fühlen, sag ich mal, auch das auszuprobieren, was sie gerne möchten. Also es geht jetzt nicht so geschlossen von einer von einer Station zur anderen. So ist es nicht. Jedes Kind kann selber entscheiden, zu welcher Station. Und interessant ist dabei immer, für mich jedenfalls, aber auch für die Eltern, ich habe viele Eltern dabei, die ihre, wo das Baby gerade geboren ist, das liegt dann in der Schale und wenn das Kind dann so ein Dreivierteljahr alt ist, dann fängt es natürlich schon auch schon an, in der Halle rumzukrabbeln und nachher, je älter sie werden, also es ist immer schön, diese Entwicklung auch der ganz Kleinen mal, ne? Vor allen Dingen diese Traute, die sie haben, dann schon mal eine schiefe Ebene hoch und unsere Geräte sind ja nun nicht kindgerecht. Ich bin ja immer auf die Geräte angewiesen, die ich in der Turnhalle vorfinde, ne? Und ja, dann gehen sie eben auch mal eine schiefe Ebene, die ein bisschen höher ist, dann auch mal, wo Mutti dann manchmal oder Papa, oh Gott, hoffentlich fällt mein Kind nicht runter. Das heißt aber, Sie erziehen schon die ganz Kleinen durch die Eltern daran, irgendwann auch Turnerinnen und Turner zu werden. Auf alle Fälle. Na, also ich gucke mir dann schon mal so meine Kinder, wo ich dann sage, also wenn jetzt die Kinder, diese Zeit jetzt vorbei ist, ich habe sie ja wie gesagt nur bis 6 und wenn sie dann in die Schule gehen, dann orientieren sie sich ja meistens dann immer schon anders. Aber ich habe dann auch immer schon mal einen Blick auf die Kinder, wo ich dann sage, du, dein Kind kann nachher zu mir zum Gerätturnen kommen. Vielen Dank für den Einblick. Ja. Das klingt sehr, sehr spannend und sehr, sehr lustig mit den Kindern. Ist und es auch. Vermutlich auch laut. Bei den Senioren ist es vermutlich ein bisschen leiser, kann ich mir vorstellen. Nee, da wird genauso viel gequackelt. Vielleicht nicht ganz so laut, aber wir kriegen das ja mit, weil die hören auf und wir fangen an. Ah ja, okay. Und darum haben wir da immer so die Geräuschkulisse, die wir da noch mitkriegen. Erzählen Sie doch mal so ein bisschen zum Thema Seniorensport beim SV Einheit. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie sieht das aus? Wer kann da kommen? Was bieten Sie da an, dass wir da mal so einen kleinen Einblick bekommen? Wir sind 3 Übungsleiter. Jeder hat sein Spezialgebiet. Ich bin die jüngste von den Übungsleitern. Bei mir geht es dann manchmal schon ein bisschen zur Sache. Aber wir versuchen das für jeden individuell so zu gestalten, dass sie gerne kommen. Das ist für mich immer ganz wichtig. Nicht, dass sie sagen, ich habe bezahlt, ich muss. Nein, die sollen sich auf den Tag freuen. Yes, es ist Sport. Jawohl. Ne? Und wir haben ja teilweise sehr betagte Senioren, über 80, die mega fit sind. Warum? Weil sie immer Sport machen oder sich immer bewegt haben. Ich meine, die bewegen sich sowieso alle durch Fahrradfahren, Garten und so weiter. Aber trotzdem, und das finde ich mega interessant und toll. Und ich hoffe, dass ich in dem Alter genauso fit bin wie die jetzt. Ja. Mit ihren über 80 Jahren teilweise. Ne? Ja, und es wird, wie gesagt, auch viel da. Es ist Kommunikationsaustausch, es ist Freunde, freundschaftlich, die
alleine leben, die kommen ein bisschen aus ihrer Isolation raus. Mhm. Und das finde ich ist genauso wichtig, als wie die Bewegung. Mhm. Also es geht so um zwei Komponenten, das Soziale und gleichzeitig aber auch natürlich das Fitbleiben. Ich betrachte die auch nicht als Senioren, ich sage immer meine Golden Girls. Oh, das finde ich ein schöner Gedanke. Ja, vielleicht, ne? Sollte man das umbenennen als Goldiesport oder so. Ja, genau. Ja, nee, cool. Wir machen auch viele verschiedene Dinge mit Reifen, mit Bällen, mit leichten Gewichten. Wir spielen Federball zum Erwärmen oder Ball, ne, für die Koordination und so weiter. Also immer irgendwas anderes. Wir lassen uns immer was Neues einfallen. Und man darf bei Ihnen auch noch dazu stoßen, wenn man jetzt gerade Senior ist, das sieht und sagt, ach, das kann ich mir auch gut vorstellen, dann natürlich. Sind Sie da auf jeden Fall offen. Wir können auch mal umsonst schnuppern kommen. Wir müssen nicht gleich in den Verein eintreten, sondern erst mal schnuppern und dann, ja. Und cool. Jetzt haben wir ja noch zusätzlich unseren Aufleben, was wir montags vormittags anbieten, um 10 Uhr im Palais. Und da ist noch Kapazität da. Also da können gerne mal welche dazustehen. Es ist ein ganz toller Raum, es sind auch viele Geräte und das ist dann schön heimelig, weil es nicht so groß ist. Lassen Sie uns direkt mal über das Projekt sprechen. Da wäre ich jetzt nämlich direkt auch übergeleitet zum nächsten. Haben Sie gut gemacht mit der Brücke zum Aufleben. Das Projekt Aufleben, vielleicht erklären Sie mir einmal ganz kurz, was genau das Projekt eigentlich ist. Also das Projekt ist eine Initiative vom Deutschen Turnerbund in Zusammenarbeit mit den Krankenkassen, was auch von der Krankenkassenvereinigung auch finanziell mitgetragen wird. Ziel ist es eigentlich, Menschen für den aktiven Sport, sag ich jetzt mal, für den aktiven Freizeitsport zu gewinnen und auf der einen Seite sie auch aus der Isolation herauszubekommen, denn es gibt ja noch genug Menschen, die so auch alleine leben und oder sich vielleicht nicht so trauen. Es ist ein Projekt, was eigentlich für Leute so ab 60 geplant ist. Ich sehe da drin eigentlich in diesem Projekt noch ein bisschen mehr, weil ich der Meinung bin, dass wir auch das für die Leute mit anbieten, die aus dem Sport, aus dem aktiven Sport, sage ich jetzt mal, beispielsweise aus dem Seniorensport ausgetreten sind oder abgetreten sind, weil sie vielleicht abends im Winter nicht mehr auf die Straße möchten. Oder aus, vielleicht auch aus Krankheitsgründen oder was weiß ich auch immer, weil sie meinen, sie schaffen es nicht mehr. Aber oftmals ist es ja auch so, unsere Trainingsstunden sind ja. Bei euch zum Beispiel ist es ja abends um 19 Uhr und im Winter dann nochmal einen älteren Menschen um 20 Uhr 30 oder wann, aus dem Haus zu locken, ist schwierig. Voll. Und deswegen auch diese Angebote am Vormittag. Ne? Also ich weiß es aus eigener Erfahrung, weil ich auch noch Übungsleiterin beim DRK bin in Krakow am See. Ich bin ja noch angestellt bei in der Sozialstation und habe da in Krakow 6 Seniorensportgruppen. Und wenn ich die jetzt am Tag erreiche, dann erreiche ich viel mehr, als wenn ich sie jetzt abends denn. Weil sie eben gerade auch so in der Stadt, es ist so, dann sind sie ängstlich, weil sie vielleicht im Winter ausrutschen oder, ne, oder so. Also das so. Und dieses Projekt, wie gesagt, wurde dann in die Landesturnverbände übergeben oder gestreut oder was weiß ich. Und ich habe jetzt zwar die Zahl jetzt nicht im Kopf, wie viele Landesturnverbände sich daran beteiligen. Bei uns im Landesturnverband ist es so, wir haben auch eine Koordinatorin dafür, das ist die Hanna Kirschner, die ich heute gerne hier gehabt hätte, aber sie ist auch krank geworden, habe ich gehört. Und wir haben da jetzt schon bei uns im Land 9 Vereine gefunden, die sich diesem Projekt angenommen haben. Und dieses Projekt wurde im September 1992,
Quatsch, nicht 1900, sondern 2022 ins Leben gerufen und läuft erstmal bis zum bis Mai 2025. Mhm. Ne? Und wie gesagt, und bei uns, wir sind jetzt in so einer Phase drin, dass wir stecken jetzt nicht mehr in der Anfangsphase, wo es um die Organisation geht, sondern wir stecken jetzt in der Phase drin, wo die Arbeit eigentlich in den Vereinen schon angelaufen ist. Und das können jetzt auch ganz verschiedene Angebote sein. Das kann zum Beispiel das Wandern sein, das kann zum Beispiel der Seniorensport sein, das kann zum Beispiel auch mal eine ganz einfache Labidare, sag ich jetzt mal, da trifft sich mal ein Übungsleiter und mal mit ihm und geht mit den Leuten spazieren oder was weiß ich. Für mich ist es eben wichtig, dass wir diese Leute wieder erfassen, die uns vom Sport verloren gegangen sind, weil sie eben sich abends nicht mehr raustrauen, wie ich schon gesagt habe, beziehungsweise weil sie vielleicht auch mal gesundheitlich nicht mehr so können, aber gerne trotzdem noch was machen wollen. Und Frau Martha, Sie unterstützen jetzt ja von der Stadt Güstrow dieses Projekt eben auch. Also vielleicht erstmal die Frage, warum und wie unterstützen Sie das Projekt? Ja, es ist so, dass Frau Zimmermann und Frau Hoffmann im Prinzip ins Amt kamen mit dieser Idee, dieser Herzensangelegenheit. So kam es bei mir an, dass es dieses Projekt gibt. Und es ist so, wenn der Verein an diesem Projekt teilnehmen möchte, dann muss die Gemeinde, die Kommune sich im Prinzip auch beteiligen und Kooperationspartner sein. Okay. Wir sind quasi dann auch mit Frau Malmström zusammen auch im gemeinsamen Gespräch gewesen mit dem Fördergeldgeber und haben geguckt, wie könnte das in Güstrow etabliert werden. Dort waren wir eingebunden. Wir haben auch ein paar Vorschläge gemacht, wo könnten Räumlichkeiten zur Verfügung stehen, weil wir selber jetzt in Güstrow morgens keine Hallen anbieten können, weil unsere Sporthallen ja für den Schulsport genutzt werden und dadurch keine freien Zeiten zur Verfügung stehen. Aber hier wurden zumindest Angebote gemacht, dass wir jetzt eine Kooperation mit dem DRK Palais in der Holzstraße gefunden haben, ist natürlich jetzt ganz toll, weil es ja auch immer darum geht, Plätze zu finden, die örtlich, die öffentlich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar sind, wo man Toiletten hat etc. Also von der Sache her waren wir da, quasi habe ich die Idee mit ins Amt getragen und wir hatten da auch gleich volle Unterstützung seitens aller Mitarbeiter, weil hier natürlich Sport wird immer groß geschrieben in Güstrow. Ich glaube, wir haben schon sehr viele Sparten und das ist jetzt auch nochmal eine Sparte, damit können wir unser Angebot einfach nochmal ergänzen. Und es ist ja auch total schön, dass einfach am Vormittag was angeboten wird, eben gerade ne, Winter, abends. Also wenn ich an meine Omi denke, die geht um 19 Uhr ins Bett. Also die wird um 19 Uhr keinen Sport mehr machen. Aber ja, macht das eben also tagsüber auch ganz gerne mal. Und ich glaube, da wird auch noch mal eine Zielgruppe erreicht, die ja vielleicht auch schon ein bisschen hochbetagter ist. Genau. Ich würde direkt einmal den Ball zum Thema Wandern werfen, denn das ist ja auch ein Thema, was gibt ja auch so tolle Flyer vom Aufleben-Projekt. Und hier steht eben auch was vom Gesundheitswandern durch Güstrow und Umgebung. Naja, ich muss mal hier sagen, hier sind einige Sachen auf diesem Flyer falsch. Generell ist Wandern und Gesundheitswandern sind zwei verschiedene Schuhe. Okay. Von der Sache her. Also die regelmäßige Wanderung ist ja die Termin, die draufsteht, ist die regelmäßige Wanderung, die normalen Wanderer, jeden ersten, dritten Donnerstag, jeden zweiten und vierten Sonnabend. Mhm. Da gibt es noch ein paar überregional, die sind auch mal am Sonntag. Das bleibt. Das Problem ist, ich hatte mich auch angeboten, mit Rollstuhlfahren und so weiter, Kurzstrecken zu wandern. Das Angebot bleibt, aber es kann nicht an diesen Tagen stattfinden. Wie den ersten, dritten Donnerstag, sondern an anderen Tagen. Mhm. Also alles andere bleibt erstmal. Also unabhängig davon, da kann man sich seine, und da kann ich auch als Gesundheitswanderer für bestimmte Übungen mit teilnehmen. Die reguläre Gesundheitswanderung müssen vom Arzt verordnet werden nach der Rehabilitation. Da braucht man also eine Genehmigung vom Arzt, ob die überhaupt teilnehmen dürfen. Und die ist auch normalerweise kostenpflichtig. Mhm. Normalerweise könnte ich bis 20 Euro nehmen, so würde es auf 5 Euro, ob das nun bezahlt werden kann oder nicht, ist eine andere Frage. Das ist aber eine andere
Liga. Mhm. Das heißt nicht, dass man die nicht machen kann, aber das hat mit diesen normalen Wanderungen nichts zu tun. Okay, das ist gut, dass Sie das erstmal einmal geklärt haben, dass wir einmal wissen, wie viele Paar Schuhe es da so gibt. Naja, wir ansonsten, unsere Wandergruppe ist ja, wir haben ja Ü70, also Durchschnittsalter 77, bin ich noch ein Jungspund, und wir haben auch 80, über 80, wir haben auch eine 90-Jährige dabei, die auch noch wandert. Also da kann jeder, der noch sich fühlt, anderen auch Kurzstrecken, wenn wir zum Beispiel eine Wanderung im Güstrow machen, kann sie jederzeit aussteigen, melden sich ab, fertig. Ansonsten müssen sie eben mit, wenn wir dann irgendwo in der Wildnis sind, da sind wir an Bus oder Bahn angewiesen, da haben wir dann also auch ein bestimmtes Tempo zurückzulegen. Aber ansonsten kann ja jeder mit, also die Nichtmitglieder bezahlen 2 € Startgebühr und eventuell anfallende Fahrtkosten. Da war in der Regel aber mit Gruppenkartenfahren wird es etwas weniger. So sind die alle anderen Regeln, was man hier in Güstrow macht. Wir waren ja auch in den Wintermonaten auch nur in Güstrow direkt, wo wir nicht fahren müssen. Also praktisch ab Ostern machen wir auch Fahrten außerhalb und wandern von dort außerhalb. Jetzt erzählen Sie mir doch mal, wie sieht so eine Wanderung aus? Also wenn ich an Wandern denke, dann denke ich daran, ich nehme meinen Hund an die Leine und wir gehen in die Prärie. Naja, Prärie bestimmt schon. Also insgesamt habe ich jetzt 139 Routen beschrieben und selber persönlich abgegangen. Also in und um Güstrow? 139? Ja, auch in Mecklenburg sind ja auch ein paar drin. Okay. Es sind also 1450 Kilometer habe ich bis jetzt offiziell beschrieben. Ich bin schon mehr Strecken gelaufen. Ich habe auch schon wieder neue Routen im Kopf, die mir teilweise auch Mitglieder vorgeschlagen haben, die überprüfe ich, die werden dann auch aufgenommen. Also, und die sind, wir haben leichte Wanderung, wir haben leicht bis mittelschwere Wanderung, wir haben auch mittelschwere Wanderung. Dabei ist zu rechnen, dass in der Regel, wir laufen kaum noch Langstrecken, weil wir das körperlich auch nicht mehr schaffen. Was bedeutet Langstrecke? Langstrecke beginnt bei uns über 15 Kilometer. Also bis 20. Ja, wir haben eine Langstrecke drin, ist die praktisch von Güstrow nach Bützow. Die ist egal, wie man soll, 15 Kilometer. Sie ist aber im Prinzip, wenn man am Kanal lang geht, laufe ich aber nicht kaum nur noch lang, weil eine blöde Plattenstrecke mag ich nicht. Wir laufen dann bis Kleinschwies und gehen dann durchs Gelände. Haben wir ein bisschen schön, das ist auch eine lange Strecke. Aber das ist eine der langen Strecken. Oder hier wie heißt die komische See? Also bei Bützow haben wir auch mal auf so eine Strecke 15, aber es läuft keiner mehrere Strecken. Ich schaffe zwar noch die 18 oder 20, aber hinterher bin ich ohne mehr zu gebrauchen. Also wir sagen, also am Prinzip, die meisten schaffen noch 10 bis 12 Kilometer, schaffen die meisten ja unserer Leute noch. Und so richtig auch die Wanderung. Ich habe viele Routen auch schon gekürzt, bei Ü70 und Ü80. Gut, wir sind trainiert, das ist was anderes, als wenn ich jetzt einen Gast zu habe. Und wir laufen auch nicht langsam. Wir laufen manchmal fast 4 Kilometer pro Stunde in der Altersklasse. Also deswegen, wenn wir jetzt Gäste haben, die noch nie dabei, da müssen wir sehen. Gut, wenn wir hier in Güstrow sind, wo wir nicht an Bus oder Bahn, ist es vollkommen wurscht. Aber wenn wir unterwegs sind, dann müssen wir ja schon eine Knöpfe drehen, damit wir das auch schaffen. Aber ich kann mir vorstellen, wenn jetzt jüngere Menschen damit laufen, also ich schaffe das nicht, 15 Kilometer zu laufen, also zu wandern. Das ist schon Hut ab, deswegen haben wir ja, wie gesagt, man kann ja, wie gesagt, wir haben ja, wie gesagt, Gäste, die zahlen die 2 € und dann eventuell fragen, die können sagen, die können Probe wandern, die laufen mit, dahinterher, ob sie weiter denn wollen, ist eine andere Frage. Aber die anderen Mitglieder, die laufen regelmäßig. Gut, wenn sie mal nicht im Pass gehen, sie auch mal nie mit, aber ansonsten, die laufen regelmäßig und wir sind nicht langsam, ja, machen keinen Schleppgang. Man kann sich aber schon unterhalten nebenbei beim Wandern, oder? Ja, man kann sich unterhalten. Man gibt auch teilweise Erklärungen. Manchmal habe ich schon fest, ich kann mehr erklären, als ich wollte. Manche haben mir gesagt, ist ja schön und gut, dass ich gesagt habe, aber habe ich hinterher vergessen, auch das kommt vor. Mhm. Aber für die Leute, die interessiert, mache ich auch eine Erklärung. Bin ja immerhin Förster gewesen, weiß also ein bisschen was über die Landschaft und andere Sachen. Aber so geht es, aber wie gesagt. Und wie lang ist so eine Kurzstrecke, die Sie wandern? Eine Kurzstrecke, wir rechnen mal mit 3,5 Kilometer pro Stunde im Schnitt. Dann kann man sich aus einer Kurzstrecke unter 6 Kilometer, bis zu 6 Kilometer wäre eine Gesundheitswanderung. 2 bis 6 Kilometer wäre eine Gesundheitswanderung. Also in der Regel brauchen wir etwa 3 bis 4 Stunden für eine durchschnittliche Wanderung. Wir machen eine kleine Pause, manchmal auch 2.
hängt vom Schwierigkeitsgrad ab. Also das ist schon bemerkenswert. Ja, aber wie gesagt, wir haben auch wirklich über 80-Jährige bei dir, laufen wir noch davon. Also Was wäre denn so eine Route für so eine Kurzstrecke? Sie haben jetzt gerade ein Beispiel gegeben für eine Langstrecke, Güstrow bis Bützow, so 15 Kilometer. Naja, wie gesagt, man kann ja auch im Güstrow selbst gibt es ja Kurzstrecken von der Sache. Praktisch bis zum Vorholz, also da oben, das sind Kurzstrecken. Oder hier bis zum Sumpfsee oder so, das sind Kurzstrecken. Da habe ich auch eine Gesundheitswanderroute, die ist 5,9 Kilometer, dürfte ja nicht über 6 sein. Ah, ja. Die geht also auch nicht bis zum Sumpfsee und dann wieder zurück. Hat dann aber über 3 Abschnitte, wo man dann sportliche Übungen machen muss, verschiedenen Schwierigkeitsgrad. Deswegen heißt es ja dann Gesundheitswanderung. Man heißt immer ein paar Minuten wandern, dann kommen die sportlichen Übungen, dann wieder wandern, dann wieder die sportlichen Übungen. So eine Gesundheitswanderung ist also mindestens maximal 6 Kilometer, aber die soll mindestens 2 Stunden dauern. Okay. Ja. Also gibt es da genaue Vorgaben. Aber wie gesagt, die ist normalerweise gemacht nach einer Reha. Wenn der Arzt sagt, die dürfen, dann darf ich das mit den Leuten auch machen. Also da kann normaler Wanderer auch mitlaufen, das ist überhaupt keine Hürde. Das hätte ich jetzt gefragt, ob das wirklich dann nur speziell für Leute nach Reha-Maßnahmen ist oder ob jetzt auch ein normaler Wanderer sagt, ich würde auch gerne Gesundheitswandern mitmachen. Nee, das kann im Prinzip dann von der Sache, ich biete die ab und zu mal an, aber in der Regel zurzeit nicht. Wir sagen, es müssen ja mindestens 5, 6 Personen sein, aber maximal 15. Ne? Und die Wanderungen, die Sie so regulär im Verein machen, die machen Sie dann einmal in der Woche? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, das ist ja dann, was hier drin steht, jeden ersten und dritten Donnerstag, jeden zweiten, vierten Sonnabend. Und dann gibt es diese überregionalen Sachen, wie jetzt Ludwigslust-Lüttenstadt-Wanderung, das ist eine überregionale Neuklosterwanderung, wird dieses Jahr nie angeboten. Dann die Barlach-Wanderung im Oktober, dann ist die Grüne Runde, Neubrandenburg, das sind die überregionalen Wanderungen, die sind dann also auch mal richtig am Wochenende. Mhm. Ja. Super spannender Einblick, vielen Dank dafür. Ja. Und da gehen dann Ihre Senioren mit oder sind das dann spezielle Grüppchen? Oder wie muss ich mir das vorstellen, dass wenn Sie Mitglieder im Verein haben, dass Sie Seniorensport machen und wandern? Also Kindertouren machen die Senioren wahrscheinlich nicht, aber wie ist das da bei Ihnen im Verein? Also ich glaube nicht, dass Sie dann da noch mitgehen. Ich glaube, das ist eine andere Kategorie. Die machen halt gern Sport und die anderen wandern halt lieber. Ich würde zum Thema Kindersport gerne nochmal übergehen. Ja. Denn es gibt ja beim Kindersport sowas wie den Grundschulgesundheitstag, wie Tag des Kinderturns und die Kreisjugendsportspiele. Geben Sie uns doch da gerne nochmal so einen Einblick in diese 3 großen Veranstaltungen, kann man ja fast sagen. Also ich fange mal jetzt mal mit den Kreisjugendsportspielen an. Ich habe sie im letzten Jahr das erste Mal durchgeführt, die Kreiskinder- und Jugendsportspiele im Turnen. Wir haben sie viele, viele Jahre über die Schulen gehabt. Und da hatte das auch eine Übungsleiterin gemacht, die auch selber auch Lehrerin an einer Schule gewesen ist. Und ich glaube, sie hat das sogar noch gemacht, bis nachher die Pandemie ausgebrochen ist. Das kann ich jetzt gar nicht mehr so genau sagen. Jedenfalls hat das nachher lange erst mal, haben die Kreisjugendsportspiele im Turn geruht. Und dann durch Zufall im letzten Jahr war ich zum Kreissporttag und habe dann mal mit der Vereinsberaterin der Sportjugend. Das war damals noch Anne Sonntag. Heute ist sie ja Geschäftsführerin beim KSB. Gesprochen und ihr das mal einfach angeboten, ne, das mal so zu machen. Und dass ich das mal organisiere. So, und dann, dann musste das ja auch erstmal auch wieder alles nochmal in die Förderung mit aufgenommen werden. Das ist ja auch noch nicht alles so einfach. Jedenfalls haben wir es dann letztes Jahr mit 3 Vereinen gemacht. Wobei bei uns im Landkreis nur 3 Vereine Turn 10 machen. Wir machen Turn 10, das ist auch ein Sportprogramm, ein Turnprogramm, was nicht jeder Verein macht. Und das ist bei uns Wokern, das ist Bad Doberan und das sind wir. So, und in diesem Jahr habe ich mir dann noch ein paar Gast
Vereine mit eingeladen, sodass wir in diesem Jahr so ungefähr so an die 70 Kinder hatten. Das ist nicht wenig. Das ist nicht wenig, aber ich habe schon gesagt, das könnte ja auch jemand aus Bad Doberan machen, weil ich es letztes Jahr gemacht habe. Aber Bad Doberan hat in diesem Jahr schon den Vorausscheid der Landesmeisterschaften im Turn 10 durchgeführt und macht den Endausscheid auch im Turn 10. Und deswegen habe ich gesagt, dann mache ich nochmal. So, noch zwei Sätze zum Grundschulgesundheitstag. Der Grundschulgesundheitstag, es ist jetzt in der Zwischenzeit schon der 9. Und dann werden Schulen eingeladen, die Förderschulen und die Grundschulen, weil ich gerne zusammen Inklusionsgedanken. Genau, den Integrationsgedanken. Und dort werden eben auch Sachen angeboten, die in der Schule nicht immer so geturnt werden, wie zum Beispiel haben wir den Airtramp, es wird getanzt. Mhm. Wir haben dann auch noch verschiedene, diesmal haben wir sogar die Barmer noch mit dabei. Mhm. Und der Grundschulgesundheitstag, das war auch mal so eine Idee vom Landesturnverband, der auch mal vom Landesturnverband organisiert worden ist in Rostock. Und den Tag des Kinderturns, das ist auch so eine Kampagne, die vom Deutschen Turnerbund auch in die Landesturnverbände gestreut wurde. Und da kann man sich dann auch dort anmelden, wenn man den macht. Und dann kriegt man auch Unterstützung, materielle Unterstützung. Und der richtet sich dann wieder an die kleinen Kinder, sag ich mal, an die Vorschulkinder, um ihnen dann die Freude an der Bewegung. Sie haben ja sowieso ganz viel Freude an der Bewegung in dem Alter noch. Aber auch mal dies oder das andere mal auszuprobieren, da haben wir ganz verschiedene Angebote. Und vielleicht bleibt die Liebe zum Bewegen ja dann auch langfristig erhalten. Ja. Und dann hat man vielleicht irgendwann auch mit 80 noch Spaß am Turnen. Vielen, vielen Dank für den Einblick, den Sie uns gegeben haben in Ihre vielfältige Arbeit und in die super spannende Arbeit. Also die Wanderer, ich nehme die Challenge an. Ich versuche das jetzt auch mal mit 50 Kilometern. Danke an Sie, liebe Zuschauer, dass Sie dabei waren und uns zugeschaut haben. Vielleicht haben auch Sie Lust, mal vorbeizuschauen bei einer der verschiedenen Sparten beim SV Einheit. Da sind Sie auf jeden Fall herzlich willkommen, habe ich mir im Vorfeld sagen lassen. Und sag Ihnen jetzt schön, dass Sie dabei waren. Danke, dass Sie eingeschaltet haben. Und schalten Sie gerne wieder ein, wenn es heißt Im Fokus, aktuelle Themen im Talk hier auf Güstrow TV.